Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, hab das schon mal erwähnt, dass ich eine Roststelle habe am Lupo. Und jetzt bei dem Wetter ist es natürlich optimal, da mal dran zu gehen. Alles, was man macht, trocknet ordentlich durch. Und scheint auch durch diese Leiste hier nicht die einzige zu sein. Hier blüht es auch ein bisschen. Ja. Aber dafür ist da vorne nichts. Das bedeutet, die Leiste demontieren und dann mal schauen, was sich dahinter verbirgt. Heute fokussiert das Ding aber auch überhaupt nicht. Gut. Fenster zu, Leiste raus, schauen, was passiert. Das sieht mir wirklich nach einem Loch aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, Lack runter, Käfer weg. Wollen wir mal gucken. Ja, geht schon ziemlich tief. Also wir müssen den ganzen Umkreis machen, ne? Sonst macht das keinen Sinn. Wenn wir irgendwo noch Rostnarben finden, müssen wir leider weitergehen. Hier dieser dunkle Bereich ist die Roststelle, die nach außen aufgeblüht ist. Also ist der Lack unterwandert worden. Das Problem kommt aber von hier. Da wäre es jetzt nämlich sinnlos gewesen, hier einfach nur abzuschleifen, ohne die Leiste rauszunehmen. Die Leiste ist offensichtlich der Ursprung des Problems. Also, hier sehen wir die Schadstelle. Hier scheint irgendwo noch eine zu sein. Werde ich gleich noch ein bisschen rüber gehen. Die Ursache allerdings ist das hier. Also die Leiste nicht rauszunehmen, wäre keine Option gewesen.
Ja, manchmal reicht Schleifen einfach nicht mehr aus. Sonst poliert ihr nur die Rostplanken. Ne? Die müssen weg. Der ganze Blödsinn hier muss weg. Hier unten ist Dichtmittel. Das muss auch weg. Hier zum Beispiel ist diese Karosseriedichtmasse vom Werk. Die muss auch weg. Darunter kann sich auch wieder was verstecken, wenn sich das einmal angehoben hat. Was vernünftig machen wollen, muss das weg. Ja, ich denke, das sieht gut aus. Also wie gesagt, nicht drauf hoffen, dass ihr mit der Bürste, also mit dieser rotierenden Bürste, dass ihr da irgendwas an Rost abnimmt. Ihr poliert im Zweifelsfall, poliert einfach nur die Rostplanken. Die müssen vorher weg. Ja? Deswegen, das ganze Dichtmittel muss auch weg. Hier fängt es an, da ist es noch. Ne? So. Und dann diese Rostvernarbung, die behandeln wir jetzt weiter. Ja, zur weiteren Verarbeitung sehen wir uns dann gleich. So, Farbe ist getrocknet. Nehmen wir 600er Papier. Na, jetzt haben wir hier natürlich diese Rostnarben. Das war Spachtel. Der normale durchschnittliche Spachtel funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Ne? Wir nehmen Metallspachtel. Ja, das ist Metallspachtel, wie man hier sieht. Ja. Das Anrühren ist genau das gleiche in Grün. Ne? Ist nur halt keine Kreide drin, sondern Metallpartikel, Aluminiumpartikel. Wesentlicher Vorteil gegenüber der Kreide. Zieht kein Wasser. Ne?
Hier drin sind wir richtig sparsam, ne? Weil so richtig schleifen, da in der Ecke möchte keiner. Deshalb einfach nur in die Unebenheiten reindrücken. Und nach außen hin. Da brauchen wir gar keinen Spachtel. Ja, fängt jetzt schon an auszuhärten. Naja. Eigentlich geht es nur um diese Kante hier, ne? Dass wir die hinterher wieder hinkriegen. Ja, fängt schon an auszuhärten. Das ist bei dem Wetter ein bisschen blöd mit Spachteln. Den lassen wir jetzt auch durchtrocknen. Ganz in Ruhe. Nur keine Eile. Eile ist bei sowas immer schlecht. Ja. Gut. Dann schleifen, waschen, lackieren. Also grundieren, dann lackieren. Ne? Gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn es trocken ist. So, das denke ich mal, sind wir ganz gut dabei. Von der Trocknung her. Aber mit 600er wird das nichts. Füller gleicht jetzt die ganzen Schleifspuren aus. Hoffentlich. Das ist eine ziemlich dicke Suppe und auch das muss jetzt erst wieder trocknen. Ne? Aber man sieht jetzt schon, ob, ne, solange es noch glänzt, sieht man ganz gut, ob man den Bogen ganz gut rausgekriegt hat. Scheint aber so zu sein. Das kriegt er hier drin noch eben ein. So, sowas von schön. Auch trocknen lassen und dann geht's weiter. So, da sieht man die Schadstelle hier, ne? Und den Spachtel da drin. So, jetzt sagen wir das Ganze entfetten, ne? Besser ist das. Da drin verkrümelt sich immer ganz gerne was. Sehr langsam auftragen. Naja, ja, ja, wirklich. Oh, mehr kriegt er nicht.
Wie gesagt, hat mit der Farbe des Fahrzeugs nichts zu tun. Ne? Weiß ich auch. Das ist aber das einzige Blau, was ich gerade da habe. Und wenn ich den restlichen Wagen mache, dann kriegt er auch eine Teillackierung. Aber jetzt geht es erstmal darum, nur die Schadstellen wegzumachen. Abgesehen davon haben wir Sommer und es gibt garantiert Staubeinschlüsse, also von daher ist jetzt keine Referenzreparatur. Die Reparatur, die ich euch vorher gezeigt habe, okay, ja, aber das mit dem Lack ist jetzt wirklich nur Ersatz. So, das soll reichen an Farbauftrag. Gut, das ist erstmal das Ergebnis. Wenn er durchgetrocknet ist, melde ich mich gleich wieder. Ja, Schande, ich habe übersprüht. Naja, egal. Wie gesagt, hier vorne ist auch noch ein bisschen was. Alles nicht jetzt. Alles nicht heute. Jetzt holen wir gleich frisches Wasser. Das ist einfach nur mit Wasser voll, das Ding. Worum es wirklich ging, los, fokussiere jetzt. Ist hier drin. Müssen wir noch das Papier da rauspopeln. Abklebeband. Ja, das kriegen wir gleich auch noch raus. Ja, darum ging es eigentlich. Ja, hier drin ist jetzt wieder alles schön. Und darum ging es eigentlich. Ne? Die Seite ist auch gut. Ne? Habt ihr das ja vorher gesehen. Gut, jetzt schleife ich hier ein bisschen nass und versuche das ein bisschen zu verschönern. Und dann poliere ich ein bisschen. Dann fällt das nicht so wahnsinnig auf. Obwohl es mir eigentlich auch Latte ist. Aber naja. Tausende. Wie gesagt, es ist kein Beinbruch zu übersprühen.
wie man jetzt relativ deutlich sehen kann, sind Staubeinschlüsse auch nicht das große Problem mit der richtigen Politur. Ne? Ja, der Lack sieht aus wie der daneben. Ne? Ja. Ist auch nicht mal ein Übergang da. Ne? Ich habe den verschliffen. Also kein fühlbarer Übergang. Ja, das reicht erstmal. So, jetzt versuchen wir mal die komische Leiste da wieder reinzufummeln. Aber die mache ich erstmal zumindest mit dem Lappen mal eben sauber. Mal gucken, ob ich die da wieder reingefummelt kriege. Ich habe gehört, Lupus verlieren die auch gerne mal. Nein, passt. Ist noch genug Spannkraft drin in diesen Gummis. Ja. Ja, nochmal. Ne? Wie gesagt, ist nur eine Reparatur für die nächsten paar Monate, bis ich an alle Roststellen rangehe und der Wagen eine andere Lackierung bekommt. Ist auch so, eine 500.000 Kilometer, ne? Die bleibt nicht spurlos an so einem Auto hängen. Ne? Also hat schon einige Macken und Einschläge. Ich suche auch gerade einen gleichfarbigen. Ich habe überlegt, entweder lasse ich ihn so, wie er ist und lasse ihn altern. Auch eine reizvolle Sache. Oder ich besuche mir einen in der gleichen Farbe mit einem kaputten Motor oder sowas in der Richtung. Und mache den mal einmal frisch. Hat beides was, finde ich. Ich bin aber noch nicht so ganz schlüssig. Ja. Das hier allerdings erstmal rostet nicht weiter, ist versiegelt. Und auf den ersten Blick sieht man es auch nicht. Wenn man nicht genau hinguckt. Wer guckt ein Lupo schon genau an? Keiner. Also. Okay. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.